ihr draußen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag noch. Ich bin gerade am Nachtschale machen. Für die, wo Nachtschale nicht kennen, also die kennen sie schon, meine ich, die wo ich mache. Aber wir machen es nicht mit dem Zettler, wir machen es mit dem Schwader. Weil wir eine Einstellung dafür nicht am Zettler. Genau. Ich mache eine Schneckennudel im Endeffekt. Das bedeutet, ich fange an mit der Schneckennudel. Warte mal, die Musik ein wenig leiser. Fange mit der Schneckennudel am Anfang an. Da sieht man ja die Matte. Da ist schon noch Zettel, ne? So, fahre ich im Kreis dauerhaft, also bis ich halt mit der Matte fertig bin. Und mach's dann halt zusammen. Das sieht man dann da. Stell's zusammen mal auf. Fahr mit. Was ist bis jetzt? 500 Drehungen im Schwader. Knapp 9,2 Stundenkilometer. Ja, das ist halt auch nur die Notlösung zum Nachtschale machen. Andere machen es ja auch mit dem Zettler anders. Aber ich mache es halt nicht so, weil erstens so ist das Heu vom Boden weg. So kann man halt auch besser sagen, okay, so trocknen sie mal den Boden schön ab. Das Schwad liegt luftig jetzt durch der Schwader locker da. Das ist ein Kuhn-Schwader 4210 mit 4,20 Meter oder 4,10 Meter. Weiß ich jetzt nicht so ganz, hab's vergessen, wissen wir, was für Arbeitsqualität. Aber ist dezent. Nicht schlecht. Also legt die Schwad echt luftig dahin, wo ich sie brauche, wo ich sie haben will. Und wenn man halt, wir haben jetzt auch beispielsweise am Tuch, am Anschlagtuch, da haben wir verschiedene Einstellmöglichkeiten. Wie, was ich jetzt wo, wie eigentlich die Schwad, ob ich sie breit haben möchte, ob ich sie ziemlich schmal haben möchte. Aber wir haben zum Beispiel so entweder für die fertige Schale, haben wir sie für das zweitletzte Loch und will groß, also jetzt da Schneckennudel machen, sag ich jetzt mal, mit der Nachtschale. So machen wir es auf die volle Arbeitsbreite, dass das Tuch ziemlich weit breit ist, dass es auch locker und leicht da liegt. Ja. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen für heute. Ich mache das jetzt auch mit der restlichen. Mal schauen, vielleicht kriege ich noch. Ich habe noch als Bild, wie es von oben aussieht, auf dem Lorenz, wo ich es mit Große gemacht habe, Nachtschale. Mal schauen, ob ich das auch noch irgendwie mal noch dazu kriege, irgendwie. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Ich habe noch Kleinigkeiten zu machen. Naja. Ich wünsche euch was. Okay, jetzt mal da. Wir laufen. Man muss halt auf jeden Fall immer noch aufpassen hier. Klar, das in der Ecke, das kriegt man nie richtig. Will schon klar, macht Schwadermarsch. Schalte auf jeden Fall normal. Auf jeden Fall beim Auseinanderzettler. Ich glaube, entweder bin ich mal früher daheim als meine Onkel. Dann mache ich das. Dann mache ich mal ein Video dazu, wie ich es auseinander mache. Aber ja. Naja. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wie vorhin gesagt, einen schönen Sonntag noch. Aber keine Scheiße. Den Fall, dann nehme ich noch ein wenig mit der Frontlader. Glas da oben. Gelbe Decke. Stickstoffglas, das ist der Frontlader. Beispielsweise jetzt hier wie beim Zettler. Schön locker ist, also bei Schlägen nicht die ganze Bulldog zum Schwingen bringt. Aber ja. Das erkläre ich immer andere Video mal für euch, was da war, wenn ihr das wähle. Einfach in die Kommentare schreiben, was da genau war, dann zeige ich euch nochmal ein Video, mache ich nochmal ein Episode von der Klassentreber. Naja. Haut rein! Tschüss!